Hallihallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir müssen hier die gute Frau Sforza aus der Engelsburg befreien, beziehungsweise wir sollen erstmal hier in diese Engelsburg eindringen. So, nach vorne sehen wir auch schon unser nächstes Ziel. Wir sollten das eigentlich alles unbemerkt machen. Das habe ich aber vergeigt. Was aber auch nicht tragisch ist. Ich denke, wir kommen auch so hier irgendwo lang. Wie bitteschön kommt mich denn jetzt hier weiter? Ach, erstmal nach links. Okay. Da hat uns aber schon einer gesehen. Okay. Blöd genug, um uns wieder zu vergessen. Das ist sehr schön. So, jetzt ist wieder ein bisschen Schwingen angesagt. Hepp. Und wieder hoch. Okay, da oben glitzert es auch schon wieder. Huhuhu. Ja, machen wir das mal wieder hier. Lieber an der Wand entlang. Besser ist das. So, hoch mit dir da, Ezio. Ja, komm. Dann nehmen wir halt einen kleinen Umweg darum. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Also Cesare, Cesare und Rodrigo, den beiden sollten wir uns also zuerst widmen. So, wohin du? Jetzt hängt der gute Ezio hier. Okay, da soll es also weitergehen. Dann machen wir das doch mal. Hepp, hepp. Eieiei. Krieg schon wieder Höhenachs beim Zugucken hier. Irk. Was nach unten soll es gehen? Schaffst du das, bis dahin zu springen? Ich traue dem guten Ezio das nicht zu. Deswegen gehen wir lieber mal hier rum. So. Rudle. Nee. Lass dich nochmal fallen, Ezio. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Okay, jetzt müssen wir Katharina Sforza finden. Dafür müssen wir wieder hier vorne hin. Nach oben. Na gut, dann klettern wir hier weiter nach rechts. So. Ah, sehr gut. Da kommst du drüber. Und nach oben. Und dann müssten wir doch schon am Fensterchen sein. Oder? Oder, jawohl. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel.
Okay, gefunden haben wir Katharina also schon mal. So, jetzt müssen wir sie befreien. Dafür müssen wir erstmal nach oben. Okay. Ich mach doch fast alles. Und weiter nach oben. Yep. Unu. Unu, Unu, Unu. Da habe ich aber schon eben eine Wache gesehen. Hier auf dem Turm. Mehr auf dem Dach, nicht auf dem Turm. Na komm. Dann holen wir uns die mal schnell. Mal Pieksi machen. Da ist noch eine Wache. Dann holen wir uns die auch noch schnell. Heps. So. Mal gerade schauen. Müssen wir hier runter. Da unten glitzert's. Hier haben wir noch eine Wache. So, dann komm mal her. Dich haben wir auch. Hier jetzt rein. Hieß hier wer? Okay, hier jetzt runter. Runter, ich kenne den Mann. Hä? Ach, dich habe ich ja gar nicht gesehen. So, hier lang. Hier jetzt wieder hoch. Junge, Junge. Oh, mein Rücken. Bitte, könnt ihr mir diesen Wasserkrug reichen? Ich komme nicht heran. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? Das lädt doch zu einem Doppelattentat ein, wollte ich sagen. Aber warum dafür sind ihr nicht näher, Prinzessin? Herren. Oh, mach doch, Ezio. Nein, ich. So. Das Doppelattentat waren sie aber dann doch zu weit auseinandergestanden. Ezio, was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucretia, also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. So, den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucretia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay. Ich habe auch nur 8. Sollte also machbar sein. So. Wo sollen wir jetzt schon wieder hin? Fall ja wohl dann nach oben, denke ich. Dann gehen wir mal hoch. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Lucretia, deine Lippen rufen nach mir. Naja, vergnügt euch noch einen Moment. Ich bin unterwegs. Was war das? Oh. Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht.
Er liebt mich. So. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Er liebt mich nicht. Er liebt mich. Muss ich irgendwie nur versuchen, den Schlüssel zu klauen? Oder darf ich die Ute auch kalt machen? Er liebt mich nicht. Er liebt mich. 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 Er liebt mich. Oh, okay. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Habt ihr gesehen, wo er hin ist? Okay, das hätte ich nicht machen dürfen. Sorry. Besiege die Wachen stand da, glaube ich, war das nächste Ziel. Ich dachte, ich könnte das Ganze schneller haben. Ich will da nur den Schlüssel. Ich will nicht die Wachen bekämpfen. Auf ihn! Hallo. Komm. Au. Wieso kann ich die Dinger nicht kontern? Geht's noch? So, einmal treten und dann bist du weg. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Oh. Keine Gnade für euch. Oh. So, okay. Forza, jetzt. Cool. Oh, Ezio, ey. Gerade gehst du mir wieder ganz schön auf die Nerven. Jetzt konnte ich ihn kontern. Eben, die konnte ich nicht kontern. So. Hoppala. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Jetzt! Ah, jetzt sterbt ihr! Bewegung! Lass mich los! So. So, Le. Zum Glück bleibt die Gutste da hinten noch stehen. Ne, nicht wieder da hoch. So, komm mit. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Wisst ihr, was aus dem Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Oh, ich sehe wieder nichts. Yes, so. Oh, wo ist die Alte denn jetzt schon wieder? Oh. Himmel. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt.
aus den Geschichtsbüchern getickt. Peng! Einfach so. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Hallo. So, komm her. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. So, die Unwissenden sind leichte Ziele. Du bleibst hier. Was soll's? Meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Ich glaube ja. Dann hier rum. Ach, Chaka. Du bleibst schön hier. Wenn es mir nicht noch mal kurz vorm Ziel hier davon. So, schnell hier in das Glitzi-Ding. Ja, Chaka. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache! Wache! Ich hab genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. So, jetzt dürfen wir die nächste Troller durch die Gegend schleppen. Na gut, machen wir mal. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Und es wäre natürlich super cool, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao!